Drucker und Laminiergerät waren im Kirchspiel Muldental in den vergangenen Wochen gut ausgelastete Geräte. Grund dafür? Eine multivisuelle Entdeckertour. Im Rahmen des Projektes Kleininfrastruktur im Wander- und Pilgerland Sachsen der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen wurde diese zum Ausbau von Wander- und Pilgerrouten gefördert. Ja, wir haben natürlich die Corona-Zeit genutzt, um die Leute ja auch ein bisschen mit der Natur wieder in Verbindung zu bringen und dass sie ja unsere Heimat auch entdecken. Und wir haben ja verschiedene Wege. Wir haben ja den Muldentalradweg, also auch den Lutherweg. Und wir haben da mit Muldental TV gemeinsam ein Projekt gestartet, wo wir die Kirchen, die an den verschiedenen Wegen auch liegen, wie wir die darstellen können. Ein YouTube-Kanal für das Kirchspiel Muldental ist entstanden, mit verschiedenen Videos über einige der Kirchen, aber auch über das Leben innerhalb der einzelnen Kirchgemeinden. Es ist ja nicht immer leicht, die Kirchen offen zu halten. Manchmal fehlt es ein bisschen an Personal auch. Und wir merken also auch die Veränderungen, die es da in den Kirchgemeinden gibt. Und so wollen wir es den Besuchern und Touristen auch ermöglichen, einen Blick hineinzuwerfen. Und natürlich auch die, die mit dem Fahrrad kommen und Fahrrad begeistert sind, sagen, okay, wir fahren mal so eine Route ab. Und wir haben da zwei vorbereitet. Man kann ja jeweils in Grimma starten oder man lockt sich woanders aus ein und fährt das ab. Das sind so gut 25 Kilometer. Ich denke, das ist für jeden gut zu schaffen, wo man diese Touren abfahren kann und Einblicke in die Kirchen bekommt. In offene oder vielleicht auch dann in die geschlossenen mit den filmischen Beiträgen. Damit kann die Entdeckertour, ob unter Freunden, in Familie oder größerer Gemeinschaft, starten. Das Kirchspiel Muldental lädt regelmäßig zu Radtouren zum Entdecken des Kirchspiels entlang der Strecke ein. Eine der beiden Routen führt unter anderem von Grimma zum ersten Stopp nach Hohnstedt. Mit dem Kirchturm, der schon von Weitem sichtbar ist. Ein Ort, von wo aus der Blick weit in die Ferne schweifen kann. Ein Ort zum Innehalten, der nun auch digital Einblicke bietet. Das Besondere hier schon bei der Entstehungszeit ist, dass also diese Kirche zur gleichen Zeit entstanden ist wie die Frauenkirche in Grimma. Und man geht ganz fest davon aus. Das Projekt kann zum Anlass genommen werden, die traditionellen Radtouren des Kirchspiels weiterzudenken und vor allem zu öffnen. Diese für jedermann zeitlich ungebunden zugänglich und damit auch für andere Menschen neugierig zu machen, auf Entdeckung der sakralen Räumlichkeiten zu gehen und Sachsen auf diese Weise als Wander- und Pilgerland zu erkunden.